Selbstverständlich ist auch Pure Fishing hier auf der Anspo 2012 mit einem riesigen Stand vertreten. Wir sind total gespannt und wir gucken jetzt einfach mal, was für Persönlichkeiten wir hier auf dem Stand sehen. Wir haben schon den Johannes Dietl gesehen, den David Wenzel, den Markus Lotz und auch den Jochen. Vielleicht kriegen wir ein paar von den Jungs vor die Kamera und gucken mal, was Pure Fishing dieses Jahr im Angebot hat. Ja, auch im Forellenbereich hat natürlich die Firma Berkeley richtig aufgerüstet. Spezialisten haben sie natürlich auch dafür vor Ort. Hier haben wir den Rudi Eisenbart. Rudi, wie läuft die Anspo soweit für dich? Ja, also die Anspo läuft ziemlich gut. Der Freitag war nicht so gut, aber Samstag und Sonntag war top. Was promotest du heute hier auf deinem Stand quasi? Es ist natürlich sehr viel passiert im Thema Tramarella-Angeln, auch bei uns, bei Berkeley Trouttech. Besonders ins Auge zu fassen sind die Lybra-Routen. 1 bis 3 sind perfekt zum Tramarella-Angeln geeignet, 4 bis 8 zum Spirulino-Fischen, sind mit SIG-Beringung von Fuji bestückt. Ja, einfach tolle Stöcke, dünner Blank, perfekte Spitzenaktion zum Tramarella-Fischen und ein starkes Rückgrat auch für die großen Forellen. Ja, super. Das hört sich ja mal richtig spannend an. Die Forellenangelei wird immer bedeutender jetzt. Und schön zu wissen, dass auch Berkeley da einiges an Entwicklung reinsteckt und wir uns auf neue Produkte freuen können. Genau, also in den nächsten Jahren wird auch noch, denke ich, viel im Tramarella-Bereich passieren, auch bei Berkeley Trouttech. Danke, Rudi, für deine Einschätzung. Und wir schauen uns mal weiter, ob wir noch einen anderen Experten finden.